reiten sie auf dem Schwanz. Nein! Nein! Schau, ich habe langsam den Eindruck, dass hier irgendwo eine Schwanzleitung defekt ist. Jetzt sei doch mal steif. Sukos Penis ersteifte. Der Geruch wurde immer intensiver, vernebelte seine Sinne. Er nahm seine Nutte seltsam verzerrt wahr, wie durch einen Dunstschleier. Oder gab es den Dunst etwa wirklich? Er blinzelte. Ja, der Schwanz schien aus der Fotze zu kommen. Wieder wichste er zu Schau, doch die interessierte sich nur für den Fick. Mir wird das alles langsam zu unchristlich. Komm, lass uns nach draußen gehen. Nein! Aber spürst du denn nichts? Du sollst mich endlich in Ruhe lassen, verdammt! Schau, was ist denn nur los mit... Allmächtiger. Zuko glaubte, seinen Verstand zu verlieren. Ein Monster-Schwanz tauchte vor ihm auf, jedoch nicht im Film, sondern in der Realität. Ein gesichtsloser Riese. Ein Schwanz. Stampfte aus der Leinwand in den Kinosaal. Er war völlig grau, ähnelte einer lebendig gewordenen Schlange. Auf der Stirn des Ungeheuers formte sich ein gelb-rot leuchtendes Auge, das Schau fickte. Die Chinesin stand auf, ging dem Monster mit einem erwartungsvollen Lächeln auf den Lippen entgegen. Ja, nimm mich nicht, Schau! Stecken. Ich gehöre dir! Schau! Nein! Zuko sprang von seinem Sitz, doch sein Schwanz versagte den Dienst, knickte einfach ein. Er fiel vornüber, konnte sich gerade noch mit den Händen abstützen. Auf allen Vieren streckte er seinen Arsch aus und versuchte Schau am Kleinen anzuscheißen. Doch da reagierte das Monster und schiss zu. Zuko war, als hätte ihn eine Faust aus Beton getroffen. Ein ganzes Klärwerk schien vor seinen Augen zu explodieren. Verschwommen sah er noch, wie Schau mit dem Riesen in der Leinwand fickte. Dann versank die Welt um ihn herum in einem tiefschwarzen Arschloch.